Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie sich Bernd Baumann in der Berliner Runde hätte äußern können, um erfolgreich zu sein, dass sich die Dinge ändern. Im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Nein, also es ist ja bitter zu sehen, dass die AfD zugelegt hat. Eine Partei, die auf nichts eine Antwort hat, außer Hetze auszusprechen, wie wir es hier in Berlin auch immer wieder erleben. Also erstmal, wir haben ein starkes Zugewinn und wir sind die einzige demokratische Partei mit Zugewinnen. Herr Baumann, die AfD profitiert ohne jede Frage von der derzeitigen Unsicherheit im Land und der Sorge vor hohen Energiepreisen. Jetzt hat ja die AfD im niedersächsischen Wahlkampf die Öffnung der Nord Stream 2 Pipeline gefordert und sie sagt auch, die Sanktionen müssen aufgegeben und aufgehoben werden. Die Mehrheit der Deutschen ist da klar dagegen. Warum sind Sie auf Putins Seite und nicht auf Seiten der Mehrheit der Wähler? Wir sind überhaupt nicht auf Putins Seiten. Man muss die Dinge ansehen, wie sie sind. Wir haben uns nahezu verdoppelt und das hat gute Gründe. Der Wähler ist ja nicht dumm, die Demokratie funktioniert. Aus der Atomkraft auszusteigen, wie kein anderes großes Land auf der Welt, aus der Steinkohle auszusteigen und dann noch aus der Braunkohle auszusteigen, ist ein Selbstmörderprogramm für die eigene Wirtschaft. Das kann so nicht funktionieren. Und die AfD war die einzige Partei, die sich dagegen positioniert hat. Mittlerweile haben ja die deutschen Unternehmen bei Energiekosten, Strom, Gas, zehnfach so hohe Kosten wie die Konkurrenten in USA und in China. Das kann so nicht weitergehen. Von daher haben wir als Einzige sozusagen opponiert und die richtige Programmatik vorgeschlagen. Wenn die AfD in der Regierung gewesen wäre, wäre das in Deutschland nicht passiert. Das soll ja jetzt anders werden. Morgen wird die Ampel. Wir müssen weitermachen mit Blick auf die Uhr. Das soll ja jetzt anders werden. Morgen will die Ampel hier in Berlin gleich morgen früh schon die Energiepreisbremse, die Gaspreisbremse präsentieren. Niedrige Energiepreise fordern ja auch Sie. Da muss jetzt mal ein Lob für die Ampel von Ihnen kommen, oder? Das ist ja nur eine Kur an den Symptomen. Diese Energiepolitik, diese linksgrün ideologisch, viele sagen ja geradezu verblödete Ideologie und Energiepolitik, hat uns dahin geführt in die Abhängigkeit von Putins Gas. Das war genau der Weg, die haben uns von Putin abgemacht und nicht die AfD. Was jetzt passiert, an den Preisen ein bisschen was zu manipulieren, das kann kein Staat der Welt gegen diese Riesenmächte, die Energiemächte dieser Welt, dagegen irgendwie anzusubventionieren mit Steuergeldern. Das kann man einen Monat machen, kann man zwei Monate machen. Es sagen ja schon der Chef des Chemieverbandes in Deutschland, es droht hier ein Industriemuseum zu werden. Haben wir verstanden. Durch diese linksgrüne Politik. Und da waren wir die Einzigen dagegen und deswegen hat sich die AfD verdoppelt. Haben wir verstanden. Wir müssen weitermachen. Ja, da gleich die Nachfrage bei Ihnen, Herr Baumann. Ist denn eine Einmalzahlung, die jetzt die Kommissionsvorsitzende vorschlägt, das richtige Instrument? Das würden ja dann alle bekommen, auch besser verdienen. Das sind alles Symptomkuren, Einzelheiten. Ja, aber das ist das, was die Leute im Moment brauchen. Das ist Politik, aber dazu haben Sie immer keine Antwort. Nein, was hier passieren muss, ist eine Erhöhung des Angebots, des Energieangebots. Es müssen jetzt schleunigst, und Herr Czaja von der CDU, die Merkel-CDU hat die Atomkraftwerke abgeschaltet. Das war ihre Schuld. Sie haben linksgrüne Politik gemacht, damals schon. Und natürlich müssen wir die Atomkraftwerke laufen lassen, die laufen. Die drei, die wir zurückholen können, wieder zurückholen. Wir müssen Kohle und Steinkohle gucken, was wir machen können an Kraftwerken. Und den einen Strang, Nord Stream, der noch okay ist, den müssen wir sichern und in Kraft setzen und die anderen reparieren. Sonst säuft die deutsche Wirtschaft ab. Das wäre aber doch wieder das, was Putin möchte. Aber wir wollen über das Thema Atomkraft jetzt tatsächlich. Abhängig gemacht von Putin hat uns die CDU, indem sie uns von dem Gas von Putin abhängig gemacht hat. Sie wissen das. Wir wollen über das Thema Atomkraft jetzt sprechen, nicht weil Sie es aufgerufen haben, Baumann, sondern weil es hier sowieso auf dem Zettel steht. Herr Baumann, man muss auch manchmal die Lage dann neu beurteilen und man kann nicht bei alten Denken und bei alter Ideologie bleiben. Das ist aber nicht Ihr Thema. Sie wollen sowieso nur hetzen. Das tun Sie auch in dieser Sendung die ganze Zeit. Jetzt sind Sie dran, Herr Baumann. Sondern das Entscheidende ist, dass wir konstruktiv in diesen Part gehen. Konstruktiv ist angekommen. Wir nehmen Sie beim Wort und sind bei Herrn Baumann. Sie haben einen heißen Herbst bereits angekündigt. Ganz kurz, bitte kommt der jetzt erst recht nach diesem Wahlerfolg heute? Dieser heiße Herbst kommt, weil die Bürger Angst haben, die Unternehmen haben Angst und sie haben Angst zu Recht. So eine Krise hat es ja noch nie gegeben, in der ganzen Nachkriegszeit nicht. Und da ist die CDU im Kern mitverantwortlich, die 16 Jahre natürlich. Rot-Grün wird uns daraus nicht befreien, auch nicht mit Hilfe der FDP, das sehen wir gerade. Wenn man den Streit sieht in der Regierung, kann einem ja noch mehr Angst und Bange werden, wie führungslos Deutschland jetzt auch noch ist. Das wird leider ein heißer Herbst. Die Regierung muss sich ändern, die Politik muss sich ändern. In anderen Ländern wie Italien ist es ja schon passiert. Da sind Parteien, die uns sehr nahe stehen, jetzt an der Regierung. Danke, in Frankreich auch meiner.
Die AfD hat in Niedersachsen dazu gewonnen. Viele jubeln jetzt. Jawohl, 11%. Aber wenn man es sich genauer anguckt, dann sieht man, dass ein Großteil der Bevölkerung sehr negativ gegenüber der AfD eingestellt ist. Auch jetzt noch. Das liegt natürlich an den Medien. Und jetzt sagen viele, die AfD kann nichts machen. Die Medien berichten über sie schlecht. Es gibt keine Chance. Aber das kann man nach dem jetzigen Stand überhaupt nicht sagen, denn die AfD hat ihre Möglichkeiten überhaupt nicht ausgereizt. Im Moment ist es so, dass sich die AfD nicht öffentlich traut, das Russland-Dämonen-Narrativ anzugreifen. Dadurch wirkt die AfD-Position billig und kurzsichtig, vor allem Großteil der Bevölkerung. Außerdem gibt es sehr viele Mitläufer, die sich gar nicht inhaltlich orientieren, sondern die sehen, ich laufe jetzt dem Stärkeren hinterher, weil die AfD schwach aussieht, wenn sie sich nicht traut, ihr Narrativ argumentativ durchzusetzen. Jetzt sagen AfD-Leute, ja, es ist ja unfair, es ist 5 gegen 1 in den Öffentlich-Rechtlichen, wir können gar nichts machen. Wir werden sofort unterbrochen. Aber die AfD gibt sich auch keine Mühe, im Moment in der Öffentlichkeit in großen Fernsehsendungen aufzuklären. Auf den Anwurf in der Berliner Runde, die AfD, sie sei ein Putin-Versteher, knickt Baumann ein. Er geht nicht weiter darauf ein, er sagt nicht, die Dämonisierung von Putin und Russland ist unverhältnismäßig, die Medien berichten nicht ausgewogen, sondern er versucht abzulenken auf das Wirtschaftliche, das die Regierung versagt hat, mit Kernkraft und so weiter. Er versucht, sich allein darauf zu beziehen, das in den Vordergrund zu stellen und allem anderen auszuweichen. In der AfD-Spitze haben sie sich anscheinend verabredet, man bezieht sich allein auf das Wirtschaftliche, den Rest schweigt man einfach aus. Man lässt das einfach außen vor und das ist sehr kurzsichtig. Das heißt, das funktioniert bei 15% oder bei 10% funktioniert das, aber im Großteil der Bevölkerung wird das nie funktionieren. Das spiegelt sich auch genau wider, wie die Bevölkerung die AfD sieht. Ein Großteil sieht die AfD als populistische Partei und genauso läuft die AfD auch in den Frame rein, indem sie der Argumentation ausweicht. Weil das wirkt billig. Jetzt werden die Leute in der AfD-Führungsspitze sagen, ja, wir haben das so gemacht, weil anders geht das gar nicht. Wir kommen nicht durch, das ist viel zu wenig Zeit, das zu erklären, den Ukraine-Konflikt. Wir kommen nicht durch, das hat überhaupt keinen Zweck. Deswegen lassen wir es ganz weg und die Leute müssen sich dann irgendwie anderweitig informieren. Aber wie soll es gehen? Wenn die Medien ein Kartell bilden, dann kommen die Leute nie aus ihrer Blase raus. Natürlich ist es so, dass sobald man anfängt aufzuklären, man sofort damit rechnen kann, dass man unterbrochen wird. Deswegen müssen die Sätze so sein, dass man nicht unterbrechen kann, dass Information auf Information kommt, das heißt, die wesentlichen Inhalte in möglichst kurzer Zeit rübergebracht werden. Das heißt, man muss eigentlich genau jedes Wort überprüfen, dass die Medien nicht einhaken können und sagen können, ja, sie lenken ab, das ist jetzt nicht wichtig, das ist jetzt vor 10 Jahren, das müssen wir jetzt nicht besprechen. Und ich habe mir jetzt kurz mal was ausgedacht, das kann man bestimmt noch viel besser machen. Ich habe jetzt mal ein paar Zeilen ausformuliert und ich lasse nebenher die Zeit laufen, dann sieht man, wie lange das dauert. Und so etwas oder so etwas Ähnliches, man kann das bestimmt noch viel besser machen, noch viel mehr verfeinern, als ich das jetzt gemacht habe. Und so etwas sagt man dann. Es muss dann jetzt nicht genau im Wortlaut sein, aber so ungefähr. Also nehmen wir als Ausgangspunkt, es kommt jetzt der typische Einwurf, Russland führt einen Angriffskrieg, einen verbrecherischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und wann in diesen Frame gedrückt wird, jetzt unterstützt man einen verbrecherischen Angriffskrieg, wenn man jetzt versucht, irgendwie Putin oder Russland nicht schlecht darzustellen, sondern zu sagen, dass jetzt verhandelt werden müsse. Die Ukraine hat zuerst das eigene Land angegriffen, nachdem die USA 2014 geputscht hat. Die USA haben die Agenda, Europa zu spalten und zu schwächen. Das geschieht durch das Erzeugen von Kriegen und der Blockade des Handels. Diese Agenda ist Jahrhunderte alt und wird immer wieder in den USA von einflussreichen Thinktanks formuliert. Das ist jetzt das Allerwichtigste. Wichtig ist, dass man den Leuten auch ein Motiv gibt. Weil das ist immer das Entscheidende, dass die Leute anfangen nachzudenken. Ein glaubhaftes Motiv. Weil sonst stellt sich die Frage, ja, warum machen die USA das? Das heißt, jeder Halbsatz hat hier einen Sinn. Zuerst ist wichtig, dass man darauf hinweist, die Ukraine hat zuerst das eigene Land angegriffen. Das ist schon mal das Allererste. Das ist das Wichtigste. Jetzt stellt sich schon die Frage, warum? Nachdem die USA 2014 geputscht hat, jetzt wird schon die Aufmerksamkeit auf die USA gelenkt. Und jetzt stellt sich wieder die Frage, warum? Und das beantwortet man mit dem nächsten Halbsatz. Die USA haben die Agenda, Europa zu spalten und zu schwächen. Und dann erklärt man das weiter, das geschieht durch das Erzeugen von Kriegen und der Blockade des Handels. Und jetzt denkt man sich, das ist ja vollkommen verrückt. Und wiederum, um das zu erklären, sagt man jetzt, diese Agenda ist Jahrhunderte alt, wird immer wieder formuliert. Wichtig ist, dass man nur Dinge bringt, die nachprüfbar sind durch Informationen, die unzweifelhaft sind. Und alles, was hier aufgeführt wird,
kann man mit Informationen, die auch von den westlichen Medien nicht bezweifelt werden, beweisen. Das ist das Entscheidende. Man kann auch Informationen russischer Medien benutzen. Aber hier geht man dann so vor, dass man sagt, wir haben jetzt hier den Vorwurf aus Russland. Bei den Referenten. Warum sind unsere Medien nicht vor Ort und prüfen das nicht? Warum sind keine Journalisten in Donetsk? Es wird von ständigen Beschuss berichtet, von Blattminen, die über Donetsk abgeworfen werden. Es gibt ganz viele O-Töne der Ukraine. Warum berichten die Journalisten hier nicht? Man könnte die Medien hier vor sich hertreiben, indem man darauf verweist, es müsste geprüft werden, die Leute müssten vor Ort sein. Warum tun sie das nicht? Warum werden die russischen Medien gesperrt? Warum wird darauf nicht eingegangen? Man könnte es doch entkräften. Das wäre ihre Aufgabe. Also gerade bei den Referenten könnte man darauf hinweisen, sie behaupten, es sind Scheinreferenten. Warum sind sie nicht da und überprüfen das? Dann sagen die Medien, es ist eh klar, dass es Scheinreferenten sind. Und dann kommt man wieder darauf, die Ukraine hat das eigene Land angegriffen, es werden zivile Ziele angegriffen. Das hat die OSZE festgestellt. Ist natürlich klar, dass die Leute dafür sind, zu Russland zu gehen, wenn die Ukraine sich so verhält. Und dann stellt sich wieder die Frage, warum hat die Ukraine das gemacht? Weil die USA das wollen, weil die USA den Krieg wollen, spalten wollen. Das Wichtige ist immer, wenn es so unwahrscheinlich klingt, dass man das Motiv erklärt. Das ist das ganz Entscheidende. Und das ist jetzt hier eine geschlossene Kette. Und das sind jetzt, das ist also ganz kurz. Und da kann man auch schwer unterbrechen. Das kann man immer vortragen. Wenn man jetzt noch weiter Zeit hat, dann kann man so weitermachen. Der Angriff seit 2014 ist ein Genozid. Poroschenko hat 2014 wortwörtlich selbst Terror gegen die Zivilbevölkerung angekündigt. Dieser wurde durch die OSZE dokumentiert. Sie berichten darüber nicht. Die ukrainische Bevölkerung hat sich 2014 zunächst selbst vor die Panzer gestellt, worauf die reguläre Armee gestoppt hat. Danach wurden rechtsextreme Gruppen wie der Rechte Sektor oder Azov entsandt. Die OSZE dokumentiert seit 2014 gezielten willkürlichen Beschuss auf Zivilisten zur Verbreitung von Terror. Ein Waffenstillstandsabkommen, das von der Ukraine immer wieder gebrochen wurde, wurde 2019 von der Ukraine mit Unterstützung der Bundesregierung endgültig gekündigt. Das ist jetzt auch nicht viel und hat eigentlich das Wichtigste gesagt. Und dann kann man natürlich noch Stichpunkte geben zum Recherchieren. Also Namen, die Leute bei Google eingeben können. Ganz wichtig. Den Medien bleibt dann nur die Möglichkeit, die AfD vollkommen auszuschließen. Dann aber wiederum fällt die Maske und die Leute fragen sich umso mehr, was ist das für eine Partei, und fangen selbst an zu recherchieren. Der Trick ist im Moment ja der, dass die Medien den Leuten suggerieren, ihr wisst alles Wichtige über die AfD. Ihr müsst nicht nachgucken, ihr müsst euch nicht die Reden angucken. Ihr erfahrt ja alles, ihr habt hier Baumann gesehen, jetzt wisst ihr, was die Argumente der AfD sind. Ihr müsst nicht weiter nachgucken, ihr müsst euch nicht mehr interessieren. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Das heißt, wenn die AfD-Leute so argumentieren, dann sättigen sie die Leute und halten sie davon ab, zu recherchieren. Auch auf Pressekonferenzen im Bundestag, die AfD könnte aufklären, an allen Fronten. Und hier in der Ukraine-Krise ist es ja wirklich leicht. Bei Corona war es viel schwieriger zu argumentieren, als hier, wo die Fakten glasklar sind, wo man die Medien ganz leicht vor sich hertreiben kann. Und es eigentlich auch genial gemacht ist mit den Referenten von Russland. Weil die Leute ja tatsächlich alle dafür sind, zu Russland wollen. Und das müssen jetzt die Medien verheimlichen, was eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Es ist ja auch so, dass in der Ukraine die Leute immer dreister werden. Jetzt vor kurzem hat der ukrainische Oberbefehlshaber der Streitkräfte ein Nazi-Armband getragen mit Hakenkreuzen. Die Ukrainer leisten sich alles, also viele sind da anscheinend vollkommen wahnsinnig geworden. Das könnte man einfach aufgreifen und sagen zu unseren Medien, überprüft das, was ist da los? Warum berichtet ihr nicht? Es gibt auch von 2019 einen O-Ton, wo schon angekündigt wurde, wir bereiten uns auf den Krieg vor. Oder jetzt in Charkiw wurde angekündigt zu säubern von der Ukraine. O-Töne. Da kann man auch sagen, das sind ukrainische O-Töne. Das ist nicht irgendein Bericht aus Russland, der gefälscht sein könnte, sondern das sind Originaltöne, die nicht zu bezweifeln sind. Und mit all dem, was nicht zu bezweifeln ist, das bringt man vor. Und man fängt so an mit diesen beiden Sätzen. Und wenn es dann weitergeht, hat man sowieso alle Möglichkeiten. Aus meiner Sicht ist ein Skandal, wenn man diese Möglichkeit nicht wahrnimmt. Es ist auch Landesverrat, wenn man das macht. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.